Ja, ein herzliches Willkommen zu einer nächsten Folge von Macht mit den Tionda und mit dem Tobi. Ja, Glubschi. Lubschaugen, Tobi. Ja, er ist wieder da. So, wir sind auf der Insel. Ja. Mal wieder. So, Tobi will jetzt unbedingt Mami Bär besiegen und Tionda und ich schauen zu und essen Popcorn. Was ist dir, dass das sogar ein Erfolg ist? Wollen wir zuschauen, wie er stirbt? Ja, hat schon was. Dann Hat müsst ihr einen aber gewissen kommen, um mich zu Unterhaltungswert, auf jeden räumen. Fall. Auf jeden Fall. So, also, wir haben entschieden, dass Tobi den Scout spielt. Dabei bin ich besser im Retten. Ich kann ja auch versuchen, wie auf den Steh, auf den Bär zu reiten. Vielleicht geht das ja auch. Ja, genau. Es ist die Vielleicht kannst du Frage, auf wo der war Bären nochmal Mami Fratze Bär? reiten. Ich klemme mich einfach nach vorne hin oder. Rodeo mit dem Bär. Yeah. Glaube hier lang. Ja, hier lang. Folgt mir einfach. Auf zur Wir folgen dem Wandertour. Tobi. Läuft. Zur Wandertour. Also ich laufe jetzt hier hinten, weil ich natürlich das alles dokumentieren möchte. Also als Kameramann praktisch. Ja. Nicht, weil ich Angst habe oder weil ich mich freue, dass zwei Happen zwischen mir und den Bären. Nein. Ja, die geht da. Ja. Ich möchte nicht, dass da dokumentatorisches Material verloren geht. Da habe ich sie gefunden. Handwerklich vor. Stimmt, einfach mit Bogen. Solange wir wenigstens Pfeile haben. Okay, ein bisschen weiter hoch. Okay, noch ein bisschen weiter hoch. Ich hab's trotzdem noch nicht getroffen. Getroffen! Okay. Hä? Sie rennt wieder weg. Sie mag Toll. uns nicht. Getroffen! Oh Gott! Au! Oh Alter, die hakt richtig rein! Ja, ihr könnt mich gleich wieder aufpflücken hier. Oh Gott! Alter, was? Drei Was? Treffer? Was? Tobi! Ja, ich schieß doch drauf. Okay, das ist wirklich zu viel. Alles klar. Wisst ihr Bescheid? Erstmal Heilsalbe benutzen, aber so richtig hart. Genau. So richtig hart. Heilsalbe benutzen. So richtig hart. So, ich glaube, wir brauchen wirklich Rüstung. Ja. Das sehe ich auch so. Erstmal Tjönder wiederbeleben. Asi, Alter. Endspurt! So, komm. Verfolgt ihr mich noch? Wenn, dann verfolgt sie uns beide. Ja, verfolgt mich Alter noch. Schwede, liebe Zuschauer, Nochmal Heilsalbe benutzen. es tut mir ja wirklich leid, dass ihr hier die ganze Zeit nur meinen leblosen Gedärmen beim Durchwalgen zuschaut. Ab nach Hause. Und hast du die Rückweg gemerkt, Gerdi? Ungefähr. Komm mit. Gut. Ja, die Pfadfinderin. Wenn ich am Ende der Folge auch ein Pfadfinder abzeichnen kann. Ja, also ich für mich beende die Aufnahme an dieser Stelle. Nächster. So, und da hat, nein, das war eine Gemeinschaftsarbeit von Tobi und Gerdi, haben mich wieder hierher zurückgeschleppt. Jetzt bin ich aber, Alex, frage ich mich, wo ist die Gerdi jetzt wieder hin? Da hinten. Ja, ich will Tobi holen. Der Hai ist hinter dir. Nein, ist er nicht. Er hat sich gerade am Floß festgebissen. Aber du hast den Bär getötet, oder? Ja, ich habe den Bär getötet. Hast ihn auch geerntet? Ja. Yep. Lachte. Ich habe ihn auch gelootet. Nice.
Und dann hatte ich die Türen aufgesammelt und dann hole ich dich jetzt. So. Ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig. Ja, da liegst du. Ich liege hier und hoppel, hoppel, hoppel. Okay. Ja, ich bin jetzt hier irgendwie. Ja, genau. Hui! Oh, und ist der Hai. Der Hai hier in der Nähe, oder? Beherrscht diese Gewässer gerade. Okay. Erstmal aufgeben, weil die da beleben. Nein! Schwachsinnig. Genau. Schwachsinnig. Du Tor. Du dumm oder was? Überleg mal. Denkst du, ich werde nicht mit einem Hai fertig? Genau. Blablabla. Alter, mal ganz ehrlich, wir stellen uns so ein bisschen dumm an hier, oder? Nein. Alter, das ist das zweite Mal, dass wir hier sind und das ist das zweite Mal, dass wir fulminant scheitern. Doch. Jetzt hat der Bär mich gesehen. Jetzt kommt der Bär gleich wieder auf die Ecke geritten. Also für wen soll ich direkt erstmal Rüstung machen? Alter, wieso macht der denn bei mir immer so viel Schaden? Dich, was soll das? Okay. Und wenn der noch Mann, ist... ich würde gerne bei dem Scheißbären auch mal so viel Schaden machen wie der bei mir. Was soll das? Ja, jetzt ich bin gleich wieder tot. Wobei. Ja, und tot. Alter, was soll das? Tobi. Der Turner ist aber ganz schön ruhig. Ja. Ich glaube, er ist tot. Wo habt ihr Leder reingepackt, dass ich dann die 4 Leder, die ich hab? Was? Ja, wo habt ihr Leder reingepackt? Ah, hier in der Kiste. Okay. Tjana, brauchst du noch Salbe? Soll ich dir noch was abgeben? Okay. Tjana, bist du noch da? Du hörst ihn auch gerade. Ah, jetzt. Ah, du bist wieder da. Ja. Warst du? Ja, nö, brauche ich das nicht. Für mich ist es gegessen eigentlich so. Das ist, ich hatte Salbe dabei, das ging so schnell zu Ende, da hat auch die Salbe nicht viel geholfen. Ja, da habe ich mich auch überrascht. So. Mach dir, Mann. Okay. Aber wir könnten vielleicht machen hier, ich gehe da gerne in Nahkampf und ihr macht einfach mit einem Bogen hier mit Metallpfeilen. Vielleicht wäre das gut. Ja, müssen wir uns, haben wir dann erstmal welche erstellen, ne? Metallpfeile. Ich glaube nicht, dass wir alle Metallpfeile haben. Also Metall haben wir auf jeden Fall genug. Das ist sehr weiblich schlau. Hey! Wenn wir mit Metallpfeilen angreifen wollen, brauchen wir welche. Blanke Feder Metall. Ich habe ja wieder, hier ist wieder Thorn. Und wir haben Honig, Eier. Feder. Wo sind die Eier? Da. Verbesserte Heilsalbe. Achso, hier, ich habe auch das komische Bienennest. Willst du das haben, Tobi? Nee, das kommt da hinten hin. Ja, das kommt hier hinten hin. In diese Kiste. Genau. Ja. Was? Genau. Hm.
Batterie ist leer. Genau. Braucht noch Honig. Braucht echt viel Honig. So, ich habe jetzt dreimal Premium-Heilsalbe. Ich hoffe, die bringt denn mehr. Wow. Voll der Heilsalber. Der Quacksalber. Ja, oder so. Das hast du jetzt gesagt. Ich hätte das jemals so ausgedrückt. Genau. Nur nicht. Batterie. Was, die kann man nicht grillen? Nicht. Bin halt doch. So, neue Batterie in den Sprinkler rein. Zack, easy. So, wieder Flaschen auffüllen. Warte, ich mach grad Wasser neu für euch. Okay. Voll süß und so. So, weiter voll machen. Habt ihr noch genug Essen? Sonst, ich hab noch Fische nachgelegt. Müsst ihr euch nur abgrillen. Tun wir schon. Boah. Ich meine ja nur. Also ich hab zu Not Mangos. War ja nur nett gemeint. Ja, das sagt sie alle. Ich hab gerade selbst was getrunken. Alter, hier will jemand sämtliches Wasser ausgesoffen, egal für was. Ernsthaft. Sogar das für die Pflanzen, alles leer gesoffen. Ja. Ich meine, das für die Pflanzen habe ich für Dingsfuß benutzt. Ja. Für die Gras-Dingsfuß da. Für geht, das, geht das nicht. Ach, Lama Drama hat wieder eine Wolle. Wir brauchen mindestens zwei, damit ihr einen Helm bekommt. Du. Ja, wir haben jetzt eine. Das ist ein bisschen traurig, ich weiß. Auf jeden Fall, ja. Bisschen Fisch essen. Einpacken. Der Vogel. Ich hab uns Fleisch mitgebracht. Ja, er hat uns Fleisch mitgebracht. Er ist einer von den ganz tollen. Also ich würde sagen, noch ein Versuch hier Mama Bär zu töten und dann war es das für Raft erstmal, würde ich sagen. Dann pausieren das wir das erstmal. Würde ich eh nicht sehen, ja. Ja. Also falls wir nochmal sterben, dann einfach Folge beenden. Weil wir sind schon wir fast sind bei 30. Was? Nee, ich meine das nicht. Was? Was denn? Das war auch eben ein Spaß. Nee. Worum geht's? Ich weiß es auch gerade nicht. Was ist gerade ein Welt einfach verschwunden. Ich weiß es nicht. Hast du gegessen, ich weiß. Ja, lecker, hohe Welt. Ja. Er tut's nicht gerne, Welt essen roh. Genau. So, hier mal ordentlich ein bisschen Barbecue machen. Das ist aber auch die Frage, wie lange wir das pausieren.
Ich würde sagen, wir pausieren genau so lange, wie das passt. Also wenn hier irgendwie... Neues Update kommt vielleicht? Wird ja unter Umständen... Raft ist ja bisher immer so ein bisschen upgraded, so nach dem Motto, ist neuer Content. Und wir würden dann, glaube ich, jetzt einfach behaupten, so lange pausieren, wie kein neuer Content kommt. Ja. Also, weil irgendwann kommt ein neues Chapter, also das zweite Chapter. Ja. Das ist dann wahrscheinlich auch wieder ein großes Update. Ja. Ich will den Spielstand halt... Oh Gott, Entschuldigung. Ich will den Spielstand halt so behalten, wie er jetzt hier ist. Und wenn ein neues Chapter kommt, dann starten wir hier halt schon richtig fett, mega geil an der mega tollen Insel und können gleich die mega fette Action liefern. Das hier ist die Grotte des Todes. Mehr wollte ich dazu auch gerade sagen. Und jetzt, ihr lieben Kinderlein, singen wir noch ein kleines Liedchen. Alle meine Entchen. Ja, genau. Alle meine Entchen. Schon der Bete zum Himmel. Nein, tut er nicht. Ja, siehst du da? Siehst du da? Wow. Irgendwer hat das Radio angemacht. Obwohl er das gar nicht darf. Das ist verboten hier auf dem Raft. Radio ist scheiße. Würde gute Laune bedeuten. Das geht so nicht. Und bei der Arbeit hat man keine gute Laune. Genau, das ist Arbeit. Hier liegt auf jeden Fall, so fürsorglich wie ich bin, nicht welches haben möchte, aber ja, ich gebe das mal auf hier, nur auf den Fall das. Oh Gott, du hast so ein kleines bisschen. Voll schlecht gemacht. Also das finde ich an dem Spiel tatsächlich so ein kleines bisschen so, wo man sagen muss, dass du plötzlich Durst und oder Hunger bekommst und sich deine Bewegungsgeschwindigkeit drastisch verringert. Finde ich so ein bisschen so, okay, mag aber dann auch sein, man muss sich halt dran gewöhnen, das ist halt Gameplay. So ist das Spiel, gewöhn dich dran, leb damit. So, und du siehst jetzt aus, als hättest du irgendeinen Skaterboy platt gemacht und ihm seine Rüstung geklaut. Ja. Schick. Geil. Also ganz ehrlich, keine Ahnung, wer hier World of Warcraft gespielt hat und weiß, wie da ein Tank ausgesehen hat. Das hier, so wie er hier, sieht unser Tank aus. Da ganz kurz angezockt wurde, Warcraft. Ja, tatsächlich World of Warcraft auch nur ganz kurz angezockt. So 7 oder 8 Jahre. So ganz kurz angezockt. Also nur so ein ganz kleines bisschen. Also ich bin völlig unbefleckt, was World of Warcraft ist. Trifft, ich habe es noch gar nicht gespielt. Okay. Raus. Ja. Raus. Ja, die Frage ist jetzt, wollen wir jetzt noch mal los? Ja, schaffen wir es noch in 5 Minuten. Ja. Dann geht halt die Folge ein bisschen länger. Ich meine, das ist die letzte Folge. Erstmal. Ja, denn hier der tolle Kollege im, Geta-Outfit. Das sieht ja aus wie britisch Domino, die Rüstung, die du anhast. Er lauf. Okay. Und ich lauf. Und er läuft, 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 läuft. Da haben wir jetzt Metallfälle. Und er hat Hunger, 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 Hunger.
Egal, er braucht schon Metall. Ach, ernsthaft, also beim Schwimmen kriege ich Hunger jetzt. Ach Mann, ey. Du sollst doch besser drauf aufpassen. Ja. Ich achte immer schön, dass es voll ist. Ja, ja, ja. Das ist ein ganz super toller Typ und. Nimm dem Beispiel. Boah, und Gerli, weißt du noch, wo es lang geht? Nö. Oh. Eine Frau, was erwartest du? Ich fange an. Hast du hier irgendwo ein Schuhgeschäft gesehen? Nein. Ja, die Moinlein, wohin gehst? Dann weiß sie auch nicht, wo es lang geht. So. Okay, das folgt mir wieder. Hier wieder zickzack. Eine Spazierfahrt, die ist lustig. Moin, wir fahren jetzt da nicht. Eine Seefahrt, die ist lustig, ja, eine Seefahrt, die ist schön, ja, da kann man die Matrosen in der Unterhose sehen. Ist so. Wo geht das Lied? Ich hätte nichts für. Oh, das ist ein anderer Bär. Kann ich nicht jetzt direkt die Rüstung testen? Ich merke keinen Unterschied. Ist mir ehrlich, ich merke irgendwie keinen Unterschied. So. Ich habe mich ungefähr dreimal gebissen und ich bin fast bei der Hälfte. Du bist voll toll. Weiter? Ja. Ja. Tobi, du musst dir keine Sorgen machen. Du siehst nur ein ganz kleines bisschen bescheuert aus. Aber auch nur ganz klein bisschen. Ja, ja, nee, schon total schön so. Und wir denken auch, dass auf jeden Fall jemand in so einer Lobotomie-Rüstung vorlaufen sollte. So, dann geh doch mal zu deiner Mama, Bär. Genau. Und ja. Geh mal nach deiner Mama. Da ist Mama Bär. Mama Bär ist hier. Okay, pass auf. Sechs. Was? Sechs? Was? Sechs? Sex. So, erstmal. So, okay, wie machen mit wir das? Pfeil. Im Moment könnte ich ihn vielleicht irgendwie. Gibt es hier irgendwo Felsen, wo ich ihn dazwischen backen könnte? Vielleicht hier? Verdammt. Ja, ne? Wie lange sollen wir noch warten? Okay. Halt schnell, halt. Lol. Der hat mich getweehittet. Lederrüstung für den Arsch einfach. Bist du so ein bisschen tot oder so? Ja. Ah! Wow! Alter, was? Oh Gott! Ja. Wie, bist du auch tot? Nein, noch nicht, aber das dauert nicht lange. Lauf! Alter! Was? Ich meine, ich habe volle Lederrüstung und er hat mich getweehittet. Alter. Nee, sorry, aber. Yeah. Aber ich glaube, das mit den Bären lassen wir noch. Ja, das denke ich auch. Das, ja, okay. Also wenn wir dann weiter spielen würden, dann wahrscheinlich entweder erstmal den Bären im Gottmode töten oder so. Oder einfach die Bären ignorieren und einfach so die Welt noch weiter erkunden. Also ich würde sagen, wir machen so ein Crossplay. Ich hole einfach so ein Brontosaurus mit drei Automatikgeschützen auf dem Rücken. Hol dich einfach her. In der Hoffnung, dass der es mit diesem Bären aufnehmen kann. Ich hab vergessen. Ich glaube, der Brontosaurus hat einfach. Nee, das glaube ich nicht. Schöner? So richtig alles wegschratzen, einfach nur so. Schöner? Ja! Ist auf jeden Fall. Ich habe vor dem Mama Bär auf jeden Fall mehr Angst als von T-Rex.
Also Mama Bär ist wirklich ganz, ganz, ganz stark. Ja. Also. Gerdi hier kann hier so am Land laufen. Ach so. Ach so. Ja, wirklich. Ich kann aber auch direkt auf den Waft zuschwimmen. Okay. 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 Aber ich meine, ich könnte noch nicht mal die Haie selber ausprobieren. Ja, das, das Problem hatte ich vorhin auch so. Du hast zwar super die Haie selber dabei, aber pff, ja. Weg. Hä, wieso ist das Waffe jetzt hier nicht? Ist? Was? Ist? Oh, Alter, ich... Nee. Was denn? Ignoriert mich. Okay. Bist du jetzt auch tot? Nein. Okay. Er tut nur so. Hä? Ich geh ihn mal holen. Nein. Bin doch hier, alles gut. Brauchen wir nicht holen. Alles schön. Ganz buggy. Die Welt ist super. Alle freuen sich. Kaufen sich Blumen. Ich freue mich schon auf den Mod Senf. Der Senf ist außer dem Hemd wieder rausgegangen bei der Reinigung. Ist alles gut. Irgendwie glaube ich dir nicht, dass alles gut ist. Lederhelm schützt dein kostbares Gehirn. Lederweste schützt deinen Oberkörper. Ach, darum hat das nicht geklappt. Schützt dich vor darum hat das nicht geklappt. Der Helm konnte nichts schützen. Die Weste hat einfach gar nichts gemacht. Alles klar, und ich wundere mich, aber hey, es gab einfach nichts zu schützen. Also ich würde sagen, ich lade mir einfach das andere Spiel runter und wir sehen uns dann nächstes Mal. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss. Parallelwelt. Ja, tschüss, Spacken und weg. Nee, aber ja, lass uns mal aufhören, glaube ich. Ja. Ich würde auch sagen, ihr Süßen, wir beenden das Spiel und diese Staffel an dieser Stelle tatsächlich auch. Einfach nur weil. Genau. Nein. Also wir wollten ohnehin heute aufhören, hatten uns das natürlich ein wenig heroischer vorgestellt, als es nun tatsächlich gelaufen ist. Aber gut, wir würden dann tatsächlich so lange pausieren, wie das Sinn macht, bis ein nennenswerter Schmerz, ein nennenswerter Inhaltspatch kommt. Das nächste Kapitel sozusagen. Kannst du mal bitte aufhören, Gerdi auf dem Gesicht rumzuspringen? Ja, Gerdi, komm mal. Wenn wir noch die einmal mich noch mal töten. Also wir würden pausieren bis zum nächsten Inhaltspatch. Bis dahin würden wir dann tatsächlich zu sehen sein. Wir wollen als nächstes Green Hell mal anpacken. Ja. Das wäre dann das. Ich überlege, das hier wird bei YouTube zu sehen sein mit einigen Wochen Verzögerung, wahrscheinlich 2 oder 3 Wochen, dann würde halt Green Hell kommen, wo wir drei dann hier versuchen uns zu erlustieren. So. Darauf stoßen wir erstmal an. Darauf stoßen wir an. Jo, hau weg die Scheiße. Hier, richtig geiles Wasser, Alter. ja, genau. Dann würden wir uns jetzt, wo ihr dies hier seht, werden wir uns nächste Woche oder in der nächsten Folge bei Green Hell wiedersehen. Bis dann. Yep. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Jetzt lasse ich mich vom Hai fressen. Mach's, was du dich lassen kannst. Ah. Toll. Ah. Super. Einmal für Gerdi. Für Gerdi. Hä? Gerdi, du sollst doch nicht.